Ich weiß, wie die Switch 2 ausschauen wird und ihr auch gleich. Ich habe die künstliche Intelligenz befragt. Wie wird die Switch ausschauen? Und das hier ist das Ergebnis. Es sind verrückte Bilder dabei, es sind realistische Bilder dabei. Let's go, lasst uns das besprechen. Herzlich willkommen zum Rob64 Gaming Podcast. Lasst gern ein Abo da, lasst gern ein Like da. Bild Nummer 1 haben wir hier schon vor uns. Das schaut doch ganz realistisch aus. Warum? Warum ist der Standfuß so fett? Also der Standfuß, die Ladestation, oder vielleicht verbirgt sich ja da im Standfuß ein bisschen mehr Technik, als man glaubt. Ich frage mich aber ein bisschen, warum ist dahinter der Switch noch so eine Lasche da hinten? Da ist irgendwie noch so ein Standfuß dahinter, keine Ahnung. Ja, das mit den Buttons, das mit dem A-Knopf und den Knopfbeschriftungen, das haut nicht ganz so hin. Aber die Farbe eigentlich für eine Switch OLED gar nicht mal so unrealistisch, also das Bild hier, was hier gezeigt wird, dann dahinter, also links, leicht links, liegt doch irgendeine komische Fernbedienung oder noch ein Zusatzgerät, ob das wohl auch dazu gehört. Okay, das ist vielleicht mal eine ganz realistische Sache. Links oben sieht so aus, als könnte man das Modul links oben reinstecken. Das wäre auch mal was Neues. Und so von der Buttonanordnung wenig Aufregendes. Ich hoffe nur, der Bildschirm kriegt nicht so einen großen schwarzen Rand. Das wäre nicht so schön. Also das wird mir nicht so gut gefallen. Gut, wir gehen zum nächsten. Bild Nummer 2 hier. Ich habe ein bisschen über 10 Bilder habe ich euch vorbereitet. Ja, das jetzt hier irgendwie hat er sich gedacht, der KI-Meister hat sich gedacht, da machen wir einfach eine Switch. Das Logo kann man sogar ein bisschen erkennen. Was ist denn da anders als an der normalen Switch? Okay, wir sehen schon mal, die Controller sind eine Mischung aus, weiß ich nicht, als Switch Pro Controller und Schnipper Clipper. Und es schaut so aus, als hätten sie ein Touchpad in der Mitte, wie bei der PlayStation. Das wäre doch mal was. Ein Touchpad in der Mitte vom Switch Controller. Ja, warum denn nicht? Das wäre theoretisch möglich. Schaut aber nicht sonderlich hübsch aus, muss ich sagen. Und die Docking Station, so mit USB-Anschlüssen vorne, also USB-Anschlüsse könnte ich mir hinten vorstellen, auf der Vorderseite eher ungewöhnlich. Aber auch hier eher ein größeres Dock und hier ein Dock ohne Kontakt sozusagen, ein kontaktloses Dock, wenn ich das hier jetzt richtig verstehe. Ja, das unten, das Geblabbel von der KI, das kann man natürlich nicht erkennen, was das sein soll. Aber schaut so ein bisschen nach einer Konzeptzeichnung aus. Ein LED steht da noch. LED steht noch dabei. Ich hoffe, es ist eher OLED. Wobei, es heißt ja, Gerüchten zufolge soll ja die Switch 2 wieder nicht OLED sein, was ich sehr schade finden würde. Also da könnte die Vorhersage der KI stimmen. Nächstes Bild. Nächstes Bild. Oh, das schaut doch nett aus. Ja, typische Switch. Irgendwas zwischen OLED und der normalen. Aber es ist mit dem Standfuß hier passiert. Der Standfuß ist richtig fett, ey. Richtig fetter Standfuß. Aber es könnte halt auch ein bisschen die Richtung gehen. Fetter Standfuß, weil man die Switch sozusagen hier aufwerten kann. Da kriegt man noch ein bisschen Rechenleistung dazu vielleicht. Gab es ja auch Gerüchte ohne Ende, dass man mit dem Dock hier mehr Rechenleistung bekommt. Vielleicht ist das so und deswegen ist das Dock so groß. Ich sehe hier einen SD-Karteneinschub, jede Menge USB-Anschlüsse sehe ich hier. Und ich glaube, das war's. Und ja, die Buttonbeschriftung scheint ein großes Problem für die künstliche Intelligenz zu sein. Ja, lustig, lustig, lustig. Gefällt mir. Also das, wobei die Farbe rechts blau, links grau, kommt mir nicht ganz so realistisch vor. Gut, schauen wir weiter. Ah, vielleicht ist das so zum Zusammenklappen gedacht, dass man das Ding zusammenklappen kann und die Switch im Dock sozusagen mitnehmen kann und dann gleichzeitig einen geschützten Transport hätte. Switch mit Dock zusammenklappen. Hat irgendwie was. Hat irgendwie was. Wäre eine Idee zumindest. Wäre eine Idee. Gut, wir schauen weiter. Nächste Runde, wieder ein massives Dock. Ein massives Dock mit mehreren Abstufungen. Die Abstufungen im Dock machen halt gar keinen Sinn. Was sollen die Abstufungen? Weiß man nicht. Ja, die Controller-Anordnung hat sich nicht viel geändert. Beschriftung ist wieder mal irgendwas. Und jede Menge Anschlüsse, wieder USB-Anschlüsse und Anschlüsse aus der Hölle, die ich noch gar nicht kenne. Ja, interessant, aber und fett schaut sie aus, ziemlich dick schaut sie aus, die Switch 2 hier.
mit so extra Anschlüssen auf der Seite. Ich bin schon so mega gespannt, was von diesen Dingen dann vielleicht realistisch ist und dann wirklich zutreffen wird. Hier haben wir noch eine, das verstehe ich überhaupt, was soll das denn? Okay, wir haben hier eine relativ normale Switch, die aber irgendwie nicht das typische 16:9 Breitbild hat, sondern irgendwie ein bisschen gestaucht ist. Dann haben wir ein Dock, ein relativ fettes Dock mit zusätzlichen Controllern im Dock, eine Art Bildschirm unten, es schaut schon fast aus wie eine DS-Switch. Aber die zwei Controller oben und unten ergeben halt so auf gar keiner Ebene irgendeinen Sinn. ja, irgendwie ganz lustig. Aber es macht halt auch irgendwie im Großen und Ganzen nicht viel Sinn. Aber vielleicht müssen wir uns wirklich auf ein dickes, fettes Dock hier einstellen, wenn die KI sich so sicher ist, dass das Dock fett wird. Gut, nächstes. Hier auf der Seite übrigens sieht man noch Buttons auf der Switch. Ich glaube, das sind seitliche Buttons. Gab es noch nie auf irgendeiner Konsole, glaube ich. Am Controller auf der Seite einen Button. Oben ja, Mitte, hinten, alles. Aber seitlich hatten wir tatsächlich noch nicht. Wahrscheinlich, weil es einfach nicht praktisch ist. Nächstes Bild. Eine super Breitbild-Switch. Es erinnert ein bisschen an Steam Deck, finde ich. Vor allem die Kontrolleinheit erinnert ein bisschen an Steam Deck. Das Dock ist sehr, sehr dezent und klein und schmal. Also die Riesending passt niemals in dieses Dock rein. Ja, und was ist natürlich mit dem Controller passiert? Was zum Geist mit diesem Controller passiert? Da kann man dann nur miteinander spielen, wenn man sich direkt gegenüber sitzt und dann jeder hat einen Controller für zwei vielleicht und jeder nimmt ihn in die Hand und dann muss man sich sozusagen kämpfen um den Controller während dem Spielen vielleicht ein bisschen. Das gibt nicht viel Sinn, aber ist unterhaltsam. Ist unterhaltsam. Ich glaube, davon werden wir vielleicht nicht allzu viel in der Entwicklung sehen. Ich glaube, ein Controller für zwei Spieler gleichzeitig in der Hand halten, dafür ist die Welt noch nicht reif. Da brauchen wir noch ein paar Generationen. Gut, also einfach mal ein zusätzliches Display auf die Switch draufknallen. Urgute Idee. Das ist dann der Nintendo. Es schaut irgendwie aus, als würde auf dem Nintendo. der Nintendo Switch 2 wird wahrscheinlich Nintendo heißen. Die wenigsten wissen es, aber die KI weiß es. Und ein zusätzliches Display haben. Also, dass das Ganze alles ein bisschen nach Samsung stinkt, liegt wahrscheinlich daran, dass es ja Gerüchte gibt, dass mehr oder weniger alles von Samsung gefertigt wird. Und dieses zusätzliche Display da oben, das spielt man dann so und hat man dann schwupp raus und hat ein Display. Oder kann man das eigene Smartphone mit der Switch koppeln und hat dann zwei Displays? Das Smartphone mit der Switch koppeln und zwei Displays haben. Boah, das finde ich eigentlich auch gar nicht mal so eine blöde Idee. So das Smartphone als Second Screen. Beim Zocken mit der Switch, da hat man auf so einem Smartphone das Menü und kann nebenbei zocken. Ich weiß nicht, ob das praktisch wäre, aber ein Experiment wäre es wert auf jeden Fall. Komische Anschlüsse hier vorne wieder. Das schaut nach einem ganz verbauten HDMI-Anschluss an. Zwei verbaute HDMI-Anschlüsse in der Mitte. Links ein USB-Anschluss und kein Mensch auf der Welt weiß, was das da rechts sein soll. Das Einrasten von dem Ding schaut auf jeden Fall nicht sehr praktisch aus. Das hat so ein Schnüffelstück da auf der rechten Seite beim Controller zum Einrasten lassen. Das schaut nicht sehr praktisch aus. Nicht, dass die aktuellen Einrastfunktionen sehr praktisch wären, aber das schaut nicht sehr praktisch aus. Gut, gehen wir weiter. Ein paar habe ich, glaube ich, noch. Weiter geht's. Nächstes. Habe ich noch eins? Nein, das war's schon wieder. Habe ich schon alle durch? Nee. Da habe ich noch mehr, denke ich mir doch. Das kann es doch noch nicht gewesen sein. Falsche Taste gedrückt. Aha, das ist hier ein ganz, ganz fettes Display. Also bei dieser Vorhersage kriegen wir so ein richtig fettes Display. Links und rechts kleine Knüppelchen. Ich stelle mir es zum Halten ein bisschen schwierig vor, das Ding. Und unfassbar viele Buttons auf der rechten Seite oben.
interessant, dann das Dock hat irgendwie wieder jede Menge Anschlüsse und auch das Dock hat hier wieder eine Kontrolleinheit. Das schaut ein bisschen so aus wie bei den ganz, ganz alten Spielkonsolen. Da gab es das auch, dass die Spielkonsole sozusagen die Kontrolleinheit reingesteckt oder draufgesteckt hatte. So, hat das denn nicht irgendein Atari hatte das doch, oder? Oder ich mich? Ah, ich setze mich da schon wieder ins Fettnäpfchen, ich habe keine Ahnung. Aber da gab es irgendeine alte Konsole, wo die Controller auf der Hauptkonsole dran gelanscht waren. Das sehen wir hier auch. Im fetter Ein- und Ausschaltknopf hier in der Mitte. Wahllos Buttons zum Rumdrücken. Also. Und aber ganz interessant, hinter der Konsole ist nochmal so ein Gerät. Ist das vielleicht nochmal so eine zusätzliche Recheneinheit für das Raytracing? Also das legt man sich dann hin bei WLAN und dann hat man Raytracing aktiviert und kann No Man's Sky mit Raytracing auch auf der Switch spielen. Lecker Schlecker. okay, schauen wir weiter. Oha, na das ist doch mal, das schaut mal deutlich realistischer aus. Fette Docking Station, wegen vielleicht mehr Rechenpower oder so. Dann ganz normale, die Nintendo Slutter Switch. Die Slutter Switch ist das. Ah, die Slutter Switch. Ich glaube, die Marketingabteilung bei Slutter Switch, glaube ich, die Marketingabteilung wird Einspruch erheben. Sulta Switch oder so. Sulta Switch. Klingt auf jeden Fall nicht geil. Klingt nicht geil. Klingt anders, aber nicht geil. Buttons sind ähnlich wie bei der echten. Und ein bisschen dicker kommt es mir vor. Aber auch wieder der schwarze, ekelhafte Bildschirmrand. Ich hoffe, wir kriegen das nicht mehr. Ich mag so einen hässlichen schwarzen Rand hier rund um den Bildschirm nicht mehr haben. Das muss Minimum so geil wie bei der OLED sein. Alles andere geht gar nicht. Und hier rechts wieder irgendein Kastel mit Lüfter offensichtlich drinnen. Das ist wieder die zusätzliche Recheneinheit vielleicht. Vielleicht irgendeine zusätzliche Recheneinheit für noch mehr Power. Also irgendwie rechnen hier kommt mir vor einige mit irgendeinem Zusatzgerät. Neben der Docking Station, entweder fette Docking Station oder fette Docking Station mit Zusatzgerät. Interessant, da rechts unten ist noch irgendein Logo abgebildet, das sich das Ding zusammengereimt hat. Ergibt für mich gar keinen Sinn. Okay, wir machen weiter. Nächstes. Okay, das ist verrückt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Eine komische Switch, wir gehen zurück ins 4:3, Alter. Okay, wieder alles auf 4:3 zurück. Schaut von den Apps her aus wie bei Android ein bisschen. Dann die Docking Station super breit. Vielleicht, dass man zwei Switches nebeneinander reinstecken kann. Keine Ahnung, was das soll. Und was ist das Gerät rechts vorne? Ein Gerät, das rechts vorne ist das Gerät. Großer Bildschirm mit Controller, aber links ist kein Controller drauf. Und es ist auch 4:3. Ist das ein Controller für die Switch, wo man nur auf der rechten Seite einen Stick hat und links einen Bildschirm, wo dann ein Touchpad oder so? Ach, gibt irgendwie nicht viel Sinn. Also das ergibt nicht viel Sinn. Und der linke Controller weiß man auch nicht. Der ist super fett, hat ein paar Tasten, irgendwie einen Lautsprecher integriert und USB-Anschluss. Hat die KI einfach mal alles reingestopft, was da ist. Okay, das Bild ist irgendwie, das ist fast das Schlechteste bisher. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, bei welcher Minute das schlechteste Nintendo Switch Vorhersage da ist. So. Und da, die schaut doch mal, die schaut lecker aus. Also die schaut irgendwie böse aus. Die schaut nicht so aus, als würde sie von Nintendo kommen. Die schaut zu böse aus, zu clean, zu erwachsen. Schaut jetzt mal an, das schaut irgendwie, ich weiß nicht, warum die so dark aussieht. Aber das wäre doch geil hier, so kein Rand beim Bildschirm, maximale Bildschirmgröße, rechts, links, Controller drauf geflanscht und dann so ein mittelmäßig, bisschen dickeres Dock. Auf jeden Fall, die Docks, die hier alle abgebildet werden, sind keine, wo man es komplett reinschiebt, sondern nur so leicht aufsetzt und das Display die ganze Zeit sieht. Vielleicht ist es im Dock, das Display hat dann noch eine Zusatzfunktion oder so. Das wäre doch auch mal was. Aber die schaut schon geil aus. Also die,
Schaut geil aus, aber nicht nach Nintendo aus. Deswegen glaube ich nicht, dass wir sowas bekommen werden. Und dann noch was. Hallo? Da ist das Nintendo Switch. Das ist sogar fast Nintendo Switch richtig geschrieben. Logo passt. Die Farben am Bildschirm schon ganz geil aus. Es schaut sehr klobrig aus. Und schon wieder viel zu viel Displayrand. Viel zu viel Displayrand. Ganz furchtbar. Das ist ja wie bei der fast 8 Jahre alten normalen Switch schaut das aus. Und die Controller schauen irgendwie massig aus. Wobei ich nichts dagegen hätte, wenn die kleinen Controller ein bisschen mehr Größe und mehr Gewicht und der Gewicht bräuchte jetzt nicht mehr, aber ein bisschen mehr Volumen könnten die für meine großen Batsch-Hände schon haben. Wird nicht schaden. Ja, vorne wieder Anschlüsse und auch diese Dockingstation schaut irgendwie so aus, als könnte man sie mit der Switch zusammenklappen oder so. Ob das was wird, ob wir eine Dockingstation zum Klappen vielleicht bekommen? Gut, haben wir noch was? Ja, na, da sind wir wieder am Anfang. Das war der Start, glaube ich. Ja, genau, das war der Start. Ja, eure Nintendo Switch-Vorhersagen gerne rein in die Kommentare. Was bekommen wir? Bekommen wir wirklich eine Nintendo Switch mit so fetten Dock? Kriegen wir so dicke Ränder oder nicht? Ja, die KI muss es ja wissen, oder? Nachdem die KI ja bekanntlich alles weiß. ja, so viel Spaß für wenig Geld. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Einschalten, Abo da lassen, Like da lassen. Besonderen Dank an alle Kanalmitglieder gehen raus. Die unterstützen hier den Kanal mit einer monatlichen Spende. Ab 1 Euro seid ihr auch mit dabei und bekommt das Danke, die Podcast-Folgen ein bisschen früher und natürlich einen Rubin neben euch euren Namen und Emotes natürlich ganz wichtig, Emotes. Ciao, ciao und bis neulich.